Es freut mich, dass wieder so viele gekommen sind zu dieser ketzerischen Session. Bei dieser Session mache ich wieder sehr viel mit Codebeispielen und Sie finden die bereits jetzt auf GitHub. Ich bringe dann dieses Slide am Ende der Session nochmal, dass Sie sich das notieren können, falls Sie dieses Thema weiter interessiert. Und ansonsten Twitter und E-Mail jederzeit gerne, wenn es im Anschluss auch Fragen gibt. Ich bin noch heute Abend da, morgen den ganzen Tag, wann immer Sie mich sehen, jederzeit gerne und sonst gern bei Twitter oder E-Mail. Okay, worum geht's heute? Es geht um sogenannte Single-Page-Applications. Das heißt, es geht nicht um klassische Webseitenentwicklung, so einzelne Seiten, ich sage mal so eBay oder Facebook oder ähnliche Themen oder sehr viel kleinere Themen in vielen Fällen, sondern es geht um große Anwendungen, die clientseitig laufen. Das heißt, es geht um Anwendungen, die sehr stark JavaScript getrieben sind und die HTML als Markup verwenden. Und ich habe im Titel angeführt, dass es so aus der Sicht eines Silverlight-Entwicklers kommen soll. Und das liegt daran, dass sehr viele der Grundideen zwischen AngularJS, das ich heute zeigen werde, und Silverlight, sie sind sehr ähnlich. Die Grundkonzepte, wenn Sie Silverlight kennen, kommen Sie sehr schnell auch in das Angular rein. Und schauen wir weiter in die Richtung. Okay, eine der Fragen, die sich immer aufdrängt bei diesen Frameworks, ist, warum oder welche Rolle spielt jQuery eigentlich? jQuery ist eines der größten Frameworks, eines der weitverbreitetsten Frameworks für DOM-Interaktionen, für Browser-Interaktionen, hat aber mit diesen Single-Page-Anwendungen sehr wenig zu tun. Man könnte Single-Page-Anwendungen mit jQuery bauen, dann setzt man aber auf einer sehr, sehr tiefen Ebene an. Sie wollen meistens, wenn Sie große Anwendungen bauen, eigentlich auf einer Abstraktionsebene drüber ansetzen. Und vor allem bietet jQuery ja nicht kein Komponentenmodell zur Trennung, dieser Logik- und View-Trennung, wie Sie sie aus einem Silverlight kennen. In Silverlight oder WPF haben Sie XAML auf der einen Seite und ganz klar getrennten Code in Ihrem View-Model und dahinter. Jetzt ist es so, dass es nicht nur eins dieser Frameworks gibt. Und wenn hier MVC steht, dann ist das clientseitiges Model View Controller, hat mit dem serverseitigen ASP.NET MVC nicht unbedingt was zu tun. Es kann sein, dass im Hintergrund noch ASP.NET MVC auch läuft, aber das, was ich jetzt betrachten will, ist ein rein clientseitiges Framework. Genau wie Silverlight ist AngularJS ein clientseitiges Thema. Anders als Silverlight benötigt es kein Plugin. Da ist einfach so der große Unterschied. Und es ist jetzt so, die Tatsache, dass jQuery nicht ausreicht, das hat die Web-Community in den letzten Jahren gemerkt, so in den letzten 4 bis 7 Jahren, je nachdem, wie man es betrachtet. Und zwar, dass es nicht ausreicht, sobald man in große Anwendungen geht. Jetzt haben sich verschiedene dieser SPA-Frameworks, SPA steht halt für Single-Page-Applications, es geht darum wirklich, warum heißt es Single-Page, naja, der Webbrowser macht einen Request zum Server und bekommt im Prinzip die ganze Anwendung als Antwort zurückgeliefert. Er macht dann keine weiteren HTML-Requests, keine Postbacks oder ähnliche Sachen, sondern die Welt lebt dann oder sieht aus wie Silverlight. Sie haben Ihre Applikation lokal laufend und die interagiert über Services, zum Beispiel mit einer Web-API im Hintergrund oder mit SignalR im Hintergrund. Und so wie Christian das in der vorigen Session zum Beispiel beschrieben hat. Alle diese Frameworks bieten im Prinzip drei Themen an. Sie haben ein Konzept zum Datenbinden, sodass man View an Modell binden kann, ähnlich wie Silverlight und WPF. Manche dieser Frameworks, die sich so rauskristallisiert haben, bieten das nur unidirektional an. Andere wie Angular sind voll bidirektional, wie sie es gewöhnt sind von Silverlight. Es gibt clientseitiges Routing als zweiten Punkt. Das haben auch fast alle Frameworks. Das heißt, Sie können clientseitig durch eine Applikation durchnavigieren, ohne weitere Roundtrips. Das ist ähnlich wie eine Silverlight Navigation Application. Das heißt, Sie haben ein URL-Konzept, das lokal im Client für die Clientseite der Applikation gilt. Naja, und Sie haben irgendein UI-Templating-System. Sie müssen ja irgendwo die Views definieren. Da gibt es verschiedene Ideen in Metasprachen oder in HTML. Und alle diese Frameworks generell haben unterschiedliche Designideen dahinter. Das heißt, manche sind sehr einfach zu benutzen für bestimmte Use Cases, für andere sehr komplex, andere sind ein bisschen allgemeiner gehalten. Es ist jetzt so, Sie haben im Prinzip die Qual der Wahl. Es gibt eine Webseite, die heißt todomvc,
Google.com, da hat ein Entwickler von Google und viele Open-Source-Helfer die gleiche Applikation genommen und 66 Mal implementiert. Das ist natürlich eine wunderbare Datenbasis. Manche dieser Versionen oder manche dieser Frameworks sind sogar in verschiedenen Versionen implementiert, die optimiert für bestimmte Teilaspekte sind. Das heißt, Sie können sich dort ansehen, wie Sie mit bestimmten Frameworks arbeiten und ob diese Frameworks für Sie günstig sind oder ungünstig. So, soweit, so gut. 66 Frameworks, Riesenauswahl. Sie entwickeln Business-Anwendungen. Höchstwahrscheinlich wird es relativ schwierig, zu Ihrem direkten Vorgesetzten zu gehen und zu sagen, Sie möchten jetzt mal die 66 Dinger ansehen. Alleine das Ansehen dieser Codebasis wäre schon relativ viel Aufwand. Und dann kommt noch ein Risikoaspekt dazu. Von diesen 66 Frameworks sind in der Praxis etwa 4 bis 6, je nach Risikoeinschätzung, so wirklich praxistauglich, dass man sie in einer Applikation relativ risikofrei verwenden kann. Viele dieser Frameworks sind von Einzelentwicklern geschrieben. Auf sowas würde ich jetzt meine Business-Anwendung nicht unbedingt aufbauen. Okay, aber warum AngularJS? Warum möchte ich in dieser Session Ihnen Angular zeigen und warum ist das wichtig? Naja, weil Sie eben 66 Frameworks haben und Sie werden das irgendwann argumentieren müssen, warum Sie Richtung Angular schauen wollen. Eins dieser Frameworks, also das ist ein Google Trends Statistik seit August 2009 bis jetzt, also etwa 4 Jahre sind da drinnen. Und da gab es verschiedene Popularitätswechsel in diesen Frameworks. Es gab Sprout Core. Sprout Core ist eines der ersten, hat der große Popularität mit von Apple gepusht zu iPhone 1 Zeiten, als es keinen SDK gab. Dann kamen andere Frameworks, die mehr aus der Web-Welt entstanden sind. Das ist Backbone. Backbone ist auch heute noch ein sehr bekanntes Framework. Backbone ist zum Beispiel eins dieser risikolosen Frameworks, das können Sie ja relativ risikofrei in einer Applikation verwenden. Es ist sehr wahrscheinlich, dass das noch einige Zeit gewartet werden wird. Es gibt Ember zum Beispiel. Ember.js ist auch eins dieser risikofreien Frameworks. Also das ist eine subjektive Einschätzung. Die basiert darauf, dass wir analysieren, wie viele Leute an dem Ding arbeiten, wer der Geldgeber dahinter ist, wie groß die Community, die Entwickler-Community dahinter ist. Und auch Ember ist eins dieser Frameworks. Die werden eine gewisse Zukunft haben, ist keine Frage. Ember wäre für mich zum Beispiel die Nummer 2. Wenn Angular bestimmte Anforderungen nicht erfüllen könnte, wäre Ember für mich die zweite Wahl. Ist ein sehr junges Framework. Sieht man auch, die Version 1.0, die kam sogar erst vor einigen Wochen oder ich schätze mal so 6 Wochen oder so, wurde die erst freigegeben. Das heißt, das Ding bewegt sich noch stärker, hat aber sehr prominente Fürsprecher. Das sind Leute, die Ruby on Rails entwickelt haben, damit Leute, die in der Web-Community sehr bekannt sind, die sehr viele Open-Source-Entwickler mitziehen können. Dann gibt es Knockout, das in der Microsoft-Welt sehr, sehr bekannt ist. Sie kennen das, wenn Sie ein neues ASP.NET MVC-Projekt anlegen oder ein neues SPA-Projekt mit den Microsoft-SPA-Vorlagen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass Knockout reingezogen wird. Knockout ist technisch sehr, sehr angelehnt an das, was Silverlight tut. Es hat nur für mich einen bitteren Beigeschmack und es ist ein Entwicklerteam von 2 Leuten. Es ist ein Microsoft-Programm-Manager, der macht das in seiner Freizeit, und ein 2. Committer, der öfter Code committet. Und der Rest ist natürlich, naja, das sind Contributoren, die hin und wieder was liefern, aber das Kernteam sind 2 Leute. Es wäre mir für viele große Projekte zu riskant. Für ein kleines Projekt, das sehr abgeschlossen ist, wäre es vielleicht okay. Okay, aber so das bewegt sich so über Zeit und wir beobachten den Markt so und irgendwann passiert das. Das ist Angular. Und das heißt, es gibt plötzlich, eine Zeit lang nivellieren sich die Frameworks. Das Interesse ist gleich, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, aber die Kurven, Sie sehen, das sind sehr ähnlich, bewegen sich ausreichend parallel und irgendwann gab es ein Framework, das offensichtlich irgendetwas extrem anders macht. Und dieses Framework hat dann eine sehr große Traktion bekommen und dieses Framework ist AngularJS. Und AngularJS ist jetzt sogar seit dieser Woche in RC2, 1.2 RC2. Und ist ein Open-Source-Projekt, das als Geldgeber im Hintergrund Google stehen hat, was, so vermute ich, der Grund ist, warum Microsoft lieber Knockout als Standard-Framework mitliefert. Es wird sich politisch natürlich ein bisschen schwierig machen, wenn Microsoft Google ein Google-Framework ausliefert. Und ist für HTML-zentrische Single-Page-Applications. Das heißt, der View-Teil, dieser Markup-Teil, ist HTML-Markup. Das kann erweitert werden, ähnlich wie Sie
Komponenten oder User Controls in WPF und Silverlight kennen, aber es ist HTML, man schreibt HTML. Es gibt andere Frameworks, die schreiben hier eine fremde Metasprache, die dann zu HTML übersetzt wird. Was Angular bietet, ist, es bietet ein Komponentenkonzept. Und das ist eigentlich das Spannende daran, was es für große Applikationen sehr, sehr tauglich macht. Das Komponentenkonzept erlaubt halt nicht nur JavaScript zu modularisieren, sondern JavaScript und HTML in Komponenten zu packen. Das heißt, sie haben eine in sich abgeschlossene Logikeinheit, die eine gewisse Visualisierung mit anbietet. Und es ist sehr auf einem ganzen testbaren Untergrund aufgebaut. Das heißt, Testability, die Testbarkeit von sowohl einzelnen Einheiten, sowohl Unit-Tests, als auch kompletten Szenario-Integrationstests, automatisierten Integrationstests, war von Anfang an dabei. Sebastian Ginter, der hier auch vorne sitzt, hat morgen dazu, glaube ich, eine Session, und der dann nur auf die Testbarkeit von den Frameworks eingeht und auf das, wie sie damit Unit-Tests sinnvoll machen können. Okay, und jetzt möchte ich schon mal reingehen in dieses Thema, in das Thema SPA. Ich habe dazu zwei Demo-Applikationen, ich starte die nur mal kurz, die Sie auf GitHub auch finden. Und wenn Sie das Demo von GitHub holen, das sind im Prinzip eine Reihe Einzeldemos. Die sind auch für, also nur so als Begleitnotiz dazu, das ist für einen längeren Workshop. Damit kann man im Prinzip einen Tag lang über Angular sprechen. Das heißt, ich werde jetzt nicht Schritt für Schritt alle diese Beispiele durchgehen, nur dass Sie sich nicht betrogen fühlen, weil ich nicht alles durchgemacht habe, was ich wollte, sondern das ist wirklich, das ist ein größeres Set an Angular-Beispielen. Wir werden einige davon rausnehmen, um zu betrachten, wie das mit Silverlight wirklich korreliert, wenn Sie von dort kommen. Und das sind lauter einzelne Beispiele, die sind jeweils in einem einzelnen Unterverzeichnis und sind in sich immer abgeschlossen. Das ist sehr angenehm, Sie können Einzelaspekte da rausnehmen und sich betrachten. Okay. Ich fange mal mit einem der einzelnen oder der ersten Teile an. Und das hier, und mir geht es beim ersten Schritt, geht es mir um eine Modellbindung. Bevor ich dann darauf eingehe, wie wir überhaupt dahin navigieren, das erste und das Wichtige ist, wie kommen die Daten ans User Interface? Wie sehen die Daten aus und ähnliches? Hier gibt es auch automatisches Update. Wenn ich etwas ändere am Benutzerinterface, geht es nach unten. Oder wird es offensichtlich in einem Modell aktualisiert und geht dann wieder an andere Plätze der View, an denen es referenziert wurde. Machen wir das mal zu. Im Code, nur dass Sie mal so eine Vorstellung kriegen, wenn ich sage, es ist Silverlight ähnlich, was das bedeutet. Im Bereich von Angular wird eine Applikation modularisiert. Das ist dieser obere Teil. Man definiert damit ein Modul namens Demo und hier könnte man abhängige Module mit aufnehmen. Es gibt unter Angular verschiedene so quasi Drittkomponentenhersteller, auch vor allem im Open-Source-Bereich, die Module zur Verfügung stellen, die man hier einbinden kann. Auch im Closed-Source-Bereich, ich glaube, Christian Kendo liefert, also Telerik liefert mit Kendo UI zum Beispiel eine kommerzielle Komponente und das würde man einfach hier mit angeben. Es gibt dann, man entwickelt dann Controller. Ja, das ist ja spannend. Und das Ganze ist ein View-Model-basierendes System. Das heißt, dieser $Scope, der hier von außen reingegeben wird, das ist eigentlich, wenn Sie in Silverlight denken, das ist Ihr Data-Context. Und an diesen Scope, an diesen Data-Context oder dieses View-Model, welche Terminologie Sie dann auch intern bevorzugen dafür, da geben Sie Daten ran, hängen Sie Daten ran, die entweder so wie hier direkt erzeugt sind, das ist wahrscheinlich der seltenste Fall, ich komme dann später sofort auf die Server-Interaktionen zurück. Aber das Wichtige ist, alles, was an diesem Scope hängt, am Ende dieses Controllers, ist durch die View überhaupt sichtbar. Das heißt, was nicht am Controller ist, da kann die View nicht reingreifen. Alleine das ist schon mal sehr anders, als man es von jQuery kennt. Dort gibt es einen sehr vermischten Code, es ist alles offen. Jede View ist global, jeder CSS-Bereich ist global, jedes JavaScript ist global. Okay, das heißt, ich gehe im Prinzip hin und hänge an das View-Model die Daten zu einem Benutzer, das ist einfach ein Objekt, das ich hier anonym erzeuge und das hat zwei Felder, First Name und Last Name. Und danach gibt es die View dazu. Ich werde das kurz mal nebeneinander platzieren. Und so, das mal verschieben.
Hier dieses Demo, diese HTML-Files sind immer in sich abgeschlossen. Das heißt, die drücken eigentlich jeweils eine ganze Applikation aus. Darum scrolle ich jetzt nach unten. Der Rest ist eigentlich nur Header-Themen. Wichtig ist, ganz unten inkludiere ich ausschließlich Angular.js. Das heißt, es ist keine Referenz auf irgendein jQuery oder ähnliches. Es gibt keine Pflichtabhängigkeiten. Und danach referenziere ich das Skript. Aber das eigentlich Interessante passiert hier herinnen. Ich scroll mal darüber. Das ist jetzt eine Markup-Sprache, die natürlich, wenn Sie XAML-Programmierer sind, für Sie ungewohnt ist. Aber mir geht es jetzt im ersten Schritt um das Konzeptionelle dahinter. Und es ist nämlich extrem vergleichbar. Was Sie hier haben, ist eine Markup-Sprache, die ähnlich wie XML oder in dem Fall HTML basierend ist. Das heißt, die Regeln sind nicht ganz so strikt wie bei XML. Und irgendwie gibt es da drinnen verschiedene Controls, ohne dass Sie jetzt HTML-Entwickler sein müssen. Ich gehe nur auf ein paar Details ein. Sie haben Controls wie Input, Type Text, das heißt, wie wäre eine Textbox. Und es gibt eine zweite Textbox und hier unten gibt es ein Label und in dem Label steht nochmal Text drinnen. Und wie hängt das jetzt mit dem Model zusammen? Ja, ich bin mir sicher, Sie haben es schon gesehen, es gibt so Bereiche, die hier mit NJModel markiert sind. Und die schreiben im Prinzip die Datenbindungsausdrücke oder geben die Datenbindungsausdrücke an das Framework weiter. Das muss man sich so vorstellen, dass hier im Prinzip, das war zu viel, $scope.user.firstname in die Datenbindung kommt. Das heißt, dieses Feld ist datengebunden, das erste, das zweite Feld ist an lastname gebunden und hier unten gibt es noch so ohne spezielle Markup gekennzeichnete Bereiche, die mit doppelgeschweiften Klammern starten. Auch diese werden gebunden, aber nur unidirektional. Das heißt, wenn man das ausführt, ich schiebe das mal rüber, das obere ist die erste Textbox, das untere ist die zweite. Ich verwende hier Twitter Bootstrap Styling, ich bin selbst kein Designer und unten bekomme ich das datengebunden. Und jetzt kommt eins dazu, ich habe meinen Kollegen Christian Weyer hier, und wir haben von Google freundlicherweise die diversen T-Shirts bekommen. Ich habe, und zwar, wir werden, glaube ich, Verständnisfragen. Du bringst Verständnisfragen? Ich habe noch keine, aber ja. Okay. Wir haben T-Shirts, wir haben zwei Large allerdings nur mehr und eins in Größe mittleres Nachthemd. Das empfehle ich, wenn Sie Kinder haben. Also, ich glaube, bei meiner Tochter wäre es ein bodenlanges Kleid in etwa. Aber wir müssen schauen, ob wir einen Abnehmer noch dafür finden. Ich bin schon mal. Okay, ansonsten, wie gesagt, es gilt einfach als Nachthemd im Zweifel. Okay, die Frage, die sich nämlich hier stellen könnte, wenn man diesen Code ansieht, ist, und wenn man von einem Silverlight-Hintergrund kommt, was Sie eigentlich hier sofort merken müssen, ist, dass es hier kein, oder auch von einem WPF-Hintergrund, dass es hier kein Notify-Property-Changed oder ähnliche Themen gibt. Das heißt, so diese klassische Change-Notification über ein sogenanntes Observer-Observable-Pattern fällt hier weg in Angular. Und das ist eins der Teile, wo sich Angular extrem von allen anderen Frameworks unterscheidet. Und das heißt, diese Change-Notification fällt weg, weil Angular einen anderen Weg definiert oder für sich nutzt, als der von WPF, Silverlight und ähnlichen Frameworks genutzt wird. Das heißt, es gibt im Hintergrund verschiedene Mechanismen, die eine Änderung anstoßen können oder die das Benutzerinterface quasi benachrichtigen können, dass es jetzt neu gezeichnet werden muss. Angular macht es auch sehr optimiert. Das heißt, es würde nur die Sachen zeichnen, die jetzt überhaupt relevant sind. Okay, wie geht's weiter? Wenn ich jetzt hier zum Beispiel eine Methode anbieten möchte. Das geht genauso. Ich könnte hier sagen, ich möchte nicht eine Bindung an User.firstname und an Leerstring und etwas anderes, sondern ich möchte berechnende Logik haben. Ich habe also zum Beispiel getFullname als Methode. Und was ich hier mache, ist einfach, diese Methoden anonym zu definieren. Würden Sie vielleicht im Normalfall so nicht machen. Komme ich dann nachher darauf zurück. Man kann natürlich JavaScript-Prototypen verwenden und ähnliches. Aber man kann es halt auch sehr einfach machen. Ich kann hier einfach sagen, return this.firstname und space und this.lastname. Und danach kann ich, oder ich sage mal so, fullname
Ich hänge sogar einen String vorne dran, dass wir es erkennen, dass es wirklich neu ist. Und binde dann dieses statische Feld unten, dieses unidirektional gebundene Feld, einfach direkt an diese Funktion. Gehe zurück zum Browser, mache mal Refresh und auch hier wird es einfach aktualisiert. Das heißt, auch berechnete Werte muss man nicht wie unter WPF üblich die richtigen Notify Property Change Events aussenden, sondern das funktioniert einfach. Es ist sogar ganz interessant, es funktioniert sogar sowas. Wenn ich den Teil mal kurz wieder auskommentiere und sogar so, dann könnte ich mein View-Model sogar so aussehen lassen, völlig ohne Felder, kann trotzdem den Code starten und es wird trotzdem Daten gebunden. Und wenn ich dann diese andere Version, die alte Version wieder hier habe, mit Bindung an User.FirstName und manuell an User.LastName und wieder wirklich einfach das als View-Model verwende, ohne spezielle Property-Definitionen, dann kann ich hier trotzdem das Ding binden. Das ist schon relativ mächtig. Also das ist schon sehr weit weg von dem, was man so wahrscheinlich gewöhnt ist, wenn man von Silverlight kommt. Das heißt, Properties, die nicht existieren, ich meine, das ist JavaScript. Properties, die nicht existieren, die werden angelegt. Genauso wie wenn Sie mit JavaScript ein Objektpunktfeld ist gleich Wert händisch ausführen würden. JavaScript ist eine sehr flexible Sprache. Im Bereich der Validierung gibt es auch Validierungskomponenten oder Validierungsmethoden in Angular. Und wie Sie hier sehen, erfolgt die Datenbindung sofort bei jedem einzelnen Tastendruck. Das ist anders als Silverlight in vielen Bereichen ist oder WPF, wo Sie ja beide Möglichkeiten haben. Sie können ja bei der Binding Expression auswählen, ob Sie für jeden Change oder erst beim Verlassen des Feldes updaten wollen. Und in Angular übernimmt das die Direktive. Komme ich dann nachher nochmal drauf zurück, was die Direktive ist. Der Tag NJ Model hier und die Implementation, die da dahinter steht, die übernimmt das. Die definiert, wie das Update stattfindet. Standardmäßig findet es immer so statt. Man kann das aber ändern. Man müsste Code schreiben, der ist relativ kurz. Wir sprechen da von 10 Zeilen. Und dann könnte man auf einen anderen Event binden. Das heißt, es ist nur der Standard NJ Model würde es automatisch machen bei jedem Tastendruck. Okay, so wie geht's weiter? Ich baue wieder mein Modell hinten. Und wie gehen wir mit Funktionen um? Wenn ich hier zum Beispiel einen Button Test in mein Benutzerinterface mit aufnehmen möchte und der soll irgendwas ausführen, dann kann ich wieder so eine NG-Bindestriche, NJ-Click in dem Fall verwenden und sage hier Process Data. Das heißt, ich gebe einfach einen Funktionsnamen an. Dieser Funktionsname, obwohl es ähnlich aussieht wie im JavaScript OnClick, was ein globaler Event-Händler wäre, ist dieser Funktionsname hier lokal. Das heißt, das Einzige, was die View kann, egal wie man es sieht, ist aufs View-Model zuzugreifen. Das heißt, mein View-Model muss, genauso wie Sie es aus WPF oder Silverlight kennen würden, muss das Command-Objekt natürlich zur Verfügung stellen. Und Angular ist das Command-Objekt einfach eine Funktion, und die dann ausgeführt werden würde. Das heißt, ich könnte hier zum Beispiel einen Alert-Test machen, dass wir zumindest einen Alert drinnen haben. Die lachen, waren gestern dabei. So, das heißt, hier habe ich meinen Alert, das ist Test. Was ich in diesem Alert noch habe, ist, ich habe den Zugriff auf den Scope. Der Scope ist noch immer gültig. Das heißt, ich kann sagen Test Doppelpunkt plus $scoped.user.firstname. Und kann mir das ausgeben lassen. Okay, so, das heißt, ich habe Zugriff, das ist ja etwas klein, aber es steht halt ja genau dieser Name drinnen, der im Objektmodell drinnen war. Und was kann ich noch machen? Ich kann natürlich innerhalb dieser Funktion die Werte ändern. Das heißt, ich kann hier auch sagen, $user.firstname, $scope.user.firstname ist max. Wenn ich das laufen lasse, würde einfach hier der Wert geändert werden, ganz normales View-Binding etc. Wieder alles ohne Notify-Property-Changed. Und jetzt wäre der Zeitpunkt, wo ich normalerweise die Verständnisfrage rauswerfen würde, aber es ist unfair, weil die Hälfte von Ihnen war schon im Raum von gestern, die kennen die Antwort schon. Was passiert oder wie passiert denn das überhaupt? Wie funktioniert das? Und das ist das Letzte, was Sie sich noch teilen müssen, die von gestern schon dabei waren. Was hier passiert ist, Angular hat einen
eine spezielle Möglichkeit, die Änderungen zu erkennen. Das heißt, was Angular macht, ist, es scannt das Objektmodell zu bestimmten Ereignissen, zum Beispiel nämlich, wenn ich hier eine Taste drücke, und prüft, ob sich Teile verändert haben, die auch eine Relevanz auf das aktuelle, auf die aktuelle View, auf dieses DOM-Element im Browser haben und wird dann genau dieses eine Element austauschen. Das heißt, es tauscht in meinem Fall den Wert der Inputbox aus und den Wert, der hier in diesem Label drinnen steht. Das macht Angular automatisch. Angular erkennt es, das ist interessanterweise von der Berechnungszeit her völlig irrelevant. Diese Change Detection ist so extrem schnell, wir sprechen da im Nanosekundenbereich, im Mikrosekundenbereich, Nano wäre ein bisschen zu bitter, im unteren, im einstelligen Mikrosekundenbereich. Und dadurch ist es ist einfach nicht merklich. Selbst wenn Sie sehr viele Events haben, es ist interessant, wie schnell JavaScript heute ist. Die gestern dabei waren, kennen das Demo, das zeige ich Ihnen jetzt nicht, das wird zu lang dauern. Mittlerweile gibt es einen puren JavaScript-Port der kompletten Unreal 3D-Engine, wenn Sie das interessiert, dieses Thema. Das heißt Unreal Citadel. Wenn Sie danach googeln, das ist ein HTML-Demo, das läuft auf Chrome und Firefox, auf den aktuellen Versionen, nicht auf Beta-Versionen. Und Sie können Fullscreen, eine komplette 3D-Umgebung in purem JavaScript rendern. Das heißt, die Geschwindigkeit von JavaScript ist nicht das Problem, das man glaubt. JavaScript ist extrem schnell in den heutigen Engines. War mal extrem langsam, keine Frage. Wenn Sie IE8 verwenden würden, könnten Sie Citadel nicht rendern. Das wäre technisch nicht möglich. Okay. Das heißt, dieses Erkennen und das Prüfen ist in der Praxis kein Problem. Was geht weiter? Es gibt Bereiche, die innerhalb von Angular laufen und Bereiche, die außerhalb von Angular laufen im Code. Wenn Sie jetzt zum Beispiel von SignalR einen serverseitigen Push-Event bekommen würden, dann weiß ja Angular nichts davon. Das heißt, Angular kann das nicht als Ereignis erkennen, warum Sie dieses View-Model neu scannen müsste. Weil Angular macht ja keine zeitgesteuertes Scanning, sondern wirklich nur ereignisgesteuertes. Das heißt, wenn ich hier das simuliere, und ich kann das simulieren, indem ich Windows Set Timeout mache. Windows Set Timeout erlaubt mir einfach eine Funktion asynchron auszuführen, zu einem späteren Zeitpunkt. Und das führe ich jetzt in eine Sekunde später, asynchron nicht innerhalb des aktuellen Button-Klicks aus, sondern getrennt davon. Das heißt, die Angular-Verarbeitung des Button-Klicks ist schon durch. Und wenn ich das jetzt ausführe, passiert eine Sekunde später überhaupt nichts. In dem Fall wahrscheinlich, weil ich den Button nicht richtig erwischt habe, aber es passiert trotzdem nichts. Und das ist auch richtig so. Weil wenn jetzt was passieren würde, wäre das schon etwas seltsam. Interessanterweise passiert eins, ich gehe jetzt auf das zweite Feld und tippe nur irgendein Zeichen und ab jetzt wird auch das erste Feld aktualisiert. Warum? Weil Angular jetzt dieses Ereignis erkannt hat und diesen Rescan-Zyklus, der sich in Angular Digest-Cycle, Verarbeitungszyklus nennt, angestartet hat. Das heißt, um von außen, wenn ich es von SignalR oder von irgendeinem anderen Framework einen Callback bekomme, um von außen nach Angular zurückzukommen, brauche ich einfach scope$apply, gebe dem einen Callback mit und dadurch weiß Angular, okay, was ich hier jetzt geändert habe oder ändern möchte, soll danach am Benutzerinterface aktualisiert werden. Das ist das, was Sie machen müssen, dafür, dass Sie sich iNotifyPropertyChanged durchgehend über Ihr Objektmodell einsparen können. Und alles, was Änderungen innerhalb von Angular sind, da brauchen Sie sich gar nicht drum kümmern, das ist ja durchwegs alles okay. So, wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann wird eine Sekunde später das geändert werden, Angular triggert den Digest-Zyklus an und es ist alles okay. So, das hat aber noch nichts mit Single-Page-Applications zu tun. Das war noch keine Application, was Sie hier gesehen haben. Das ist einfach eine Webseite, das hätten Sie mit jQuery machen können. Klar, aber selbst hier wäre der jQuery-Code etwas aufwendiger. Sie müssen an zwei Events hängen, hätten irgendeine Templating-Sprache für den Teil unten. Und selbst das wäre schon etwas mehr und aufwendiger gewesen. Aber Angular kann ja mehr. Die eigentliche Idee hinter Angular ist, dass Sie clientseitiges Routing haben. Das heißt, Sie haben eine komplette Applikation dahinter. Und in dem Fall, wie Sie sehen, also sobald ich das hier starte, mache ich einen serverseitigen Roundtrip, um das HTML für diese Applikation zu bekommen. Ich navigiere mich dann durch die Applikation durch und alles das passiert jetzt rein clientseitig.
Das heißt, ich kann einen Suchbegriff verwenden, klick auf Suchen, ich bekomme eine Liste der Treffer, ich kann hier sortieren, so diese Klassiker, komme ich danach gleich darauf zurück, wie das funktioniert und kann dann weiter durch mich klicken durch die Applikation. Ich habe auch Vorwärts-Rückwärts-Unterstützung im Browser, aber es ist wirklich wichtig, hier passiert kein Roundtrip zum Server mehr. Das heißt, ich kann die Debugging-Tools starten, den Netzwerkmonitor starten und wenn ich mich hier durchklicke, na gut, das Image wurde geladen, klar, das war noch nicht hier, aber die ganze Logik, die hier läuft, um auch nach anderen Feldern und anderen Themen zu suchen oder hier um zu sortieren, das ist alles clientseitig. Wie geht das? Die Magie dahinter liegt im Prinzip in diesem URL oben. Sie sehen, es ist vorher ein ganz normaler URL, HTTP, Localhost 3001, Demos, 0050 Routing und dann kommt das Hash-Zeichen, ein Raute-Zeichen. Und dieses Raute-Zeichen ist normalerweise gedacht gewesen für einen Link innerhalb eines HTML-Dokuments. Sie könnten damit auf eine Überschrift direkt springen. Das machen wir aber nicht, sondern statt das als Link innerhalb eines Dokuments zu verwenden, bauen alle diese Frameworks darauf auf, dass sie eine Änderung dieses Hash-Teils, der heißt wirklich in der API-Hash, eine Änderung dieses Hash-Teils als JavaScript-Event mitbekommen und dann bestimmte Aktionen setzen, nämlich eine andere View anzuzeigen zum Beispiel. Das machen alle diese SPA-Frameworks. Das ist im Prinzip, wie diese Frameworks funktionieren. Und ich glaube, es ist sogar in Silverlight sehr ähnlich. Wenn Sie eine Navigationsapplikation haben, haben Sie genau diese Hash-URLs drinnen, auch im Silverlight. Und es folgt genau dem gleichen Muster. Okay, aber es ist halt wichtig, es gibt hier keine Roundtrips mehr. Ich kann mich durchklicken, gehe bis zum Start der Anwendung zurück und es gab nur den einen Roundtrip für die Bilderressource, die noch nicht geladen war. Das heißt, was es hier im Hintergrund gibt, ist ein Routing-Framework. Und das sieht so aus. Ich habe hier, oh, das ist genau hier oben. Ich mache wieder ähnliches Thema wie vorher. Ich definiere meine Applikation, die verwendet NJRoot, das ist schon eine dieser Module, auf die sie sich beruft. Und mal gut, das ist dann Konvention innerhalb von Angular, es gibt eine Konfigurationsfunktion, in der ich zum Beispiel Zugriff auf einen Root-Provider habe und dort Routing-Informationen festlegen kann. Also ich sage, wenn der Benutzer die Applikation startet, dann soll diese View verwendet werden, nämlich start.html, die ist im gleichen Verzeichnis. Und wenn die wird einmal geladen und bleibt dann am Client. Das heißt, die start.html, die sieht so aus, die wird nicht wie bei ASP.NET oder so für jeden Roundtrip geladen, sondern die wird wirklich einmal zum Client übertragen und ist dann dort als Template im Speicher vorhanden. Das könnten Sie auch vorab schon dem Client mitgeben. Sie können diesen Template-Cache vorab füllen. Das führt ein bisschen ins Detail, aber jetzt habe ich zum Beispiel zusätzliche Roundtrips, sobald dieses Template zum ersten Mal verwendet wird, aber das ist nur Implementationsdetail. Ist konzeptionell merkt man das nicht. Okay, und dann gibt es andere, wenn der User slash states und einen Query-String angibt hier, dann gibt es dieses Template und dieser Controller, der dann das abhandeln muss. Das heißt, ich habe hier verschiedene Query-Bereiche, ähnlich wie bei ASP.NET MVC, wo ich einfach Parameter-Mapping habe, das Framework für mich vornimmt, um die gewisse ID auf einen gewissen Wert zu mappen. Was ich hier unten mache, ist nur hier hardcodiert Dummy-Daten zu laden, dass wir heute zu diesem Zeitpunkt noch nicht an den Server denken müssen, wenn man das über Web-API zum Beispiel ranziehen würde. Okay, und damit kann ich mich durchnavigieren. Das heißt, wenn ich hier eine Suche starte, und ich nach, ich weiß nicht, Bayern suche, zum Beispiel, dann wird im Hintergrund ein Controller ausgeführt und ein bestimmtes Template. Dieses Template, oder gehen wir zum Controller zuerst, das ist der Listen-Controller. Der sieht halt so entsprechend aus. Das Interessante ist, dass Angular kann von sich selbst aus schon ohne Zusatzkomponenten oder ohne Code Sortierungen übernehmen und Filter übernehmen. Passen die immer? Das kann man nicht sagen, aber in vielen Fällen passen die einfach. Das heißt, dieses Filtern oder auch das Sortieren hier kann Angular für mich übernehmen. Und wenn für mich die Standardimplementation passt, das heißt, was ich hier mache ist, ich muss einfach mit der View kommunizieren. Das sind Properties, die
so quasi in diesem Grid-Äquivalent von Angular gesetzt werden und in meinem Controller setze ich diese Werte am ViewModel. Also ich sage, gut, ich brauche irgendeinen Wert für den Input, für den Suchstring, der wirklich an die Inputbox auch gebunden wird. Im Query selbst oder für die Suche selbst nehme ich mir den Wert aus den Routing-Parametern, das heißt, die kommen aus dem URL. Ich könnte also die Applikation auch nehmen, einen Link aus der Applikation ziehen, den per E-Mail weiterschicken, zum Beispiel mit einem anderen Query, an einen Kollegen schicken, der die Applikation nicht aktuell offen hat. Der würde die Applikation öffnen, diesen Link anklicken, oder der würde einfach den Link anklicken, der Browser wird sich ja selber öffnen, und der bekommt diesen Filter auch mit. Das heißt, ähnlich wie bei einer Silverlight-Navigationsapplikation gilt der URL wirklich für die Adressierung in der Anwendung. Das heißt, der wird auch für die Logik herangezogen. Und dadurch auch, wenn ich hier Search klicke, dann ändert sich eigentlich zuerst primär der URL. Okay, und das ist im Prinzip, was hier dieses Apply-Filter macht. Das ist die gebundene Funktion, die ausgeführt wird, wenn ich den Button anklicke. Die setzt genau diesen, also über Location Path, eine Funktion von Angular, setzt die halt diesen Hash-Teil auf einen neuen Platz in meiner Applikation. Die View dazu sieht auch relativ einfach aus. Ich meine, davon abgesehen, dass natürlich hier HTML als Markup wieder drinnen ist und ich weiß, wie schlimm oder wie, ja, ich sage mal, wie negativ die Erfahrungen von vielen Entwicklern waren in der Vergangenheit mit HTML. Das heißt, ich verstehe, dass es eine gewisse Abneigung gibt. Die hatte ich auch sehr lang. Ich komme auch nachher, wenn wir noch kurz Zeit haben, auf die Design-Aspekte zurück, weil Sie sehen ja, es gibt hier eigentlich wenig Design-Themen. Das ist ein semantisches Markup, ähnlich wie Sie es aus XAML kennen. Ich habe irgendwo eine Row, eine Area, das ist wie ein Stack-Panel zum Beispiel, und innerhalb des Stack-Panels habe ich bestimmte Bereiche, die eine gewisse Breite haben, und also in dem Fall Medium ist die Breite und in dem ist etwas drinnen. Und das Ding ist wieder datengebunden, in dem Fall an Input.filter. Bitte. Gibt es sowas wie Partial Views? Das ist relativ, ja, also ja. Ich mache nachher die Politiker-Antwort zuerst, die kurze, ja. Das heißt, es gibt ein NJ-Include-Tag, den man verwenden kann. Es gibt NJ-Include und NJ-View, also zwei verschiedene Arten, wie man partielle Views realisieren kann. Ich glaube, ich zeige sogar noch mal einen Teil, sobald ich mit dem durch bin, habe ich einen Teil, der genauso in diese Richtung geht. Weil der Name ist nicht Partial View. Unter Angular gibt es zwei verschiedene Konzepte, die man auf einer .NET-Seite mit einer Partial View abdecken würde oder könnte. Okay, so, das heißt, hier habe ich eine Table, das ist ein HTML-Konstrukt, das einfach, wie der Name vermuten lässt, eine Tabelle ausgeben kann. Und dann gibt es wieder so NJ-Themen. Und ich komme gleich nochmal auf dieses NG- zurück. Aber eins, was hier wichtig ist, ist, es gibt ein NJ-Repeat. Das ist ein for-each im Prinzip. For-each state in states mit diesem Filter, das ist ein Standard-Angular-Funktion, mit dieser Sortierung, die in meinem View-Model unter sort.predicate, da steht der Feldname drinnen, ich mache es mal daneben auf, und das heißt, wenn wir hier das View-Model haben dazu, gibt es ja sort, und sort hat ein Predicate, weil ich könnte es ja auch so schreiben, .sort.predicate ist gleich XXX, Name ist einfach der Default-Wert in dem Fall, also standardmäßig wird nach dem Namen sortiert. Und das heißt, meine View kann das verarbeiten, diese Werte. Das ist einfach ein Teil der Angular API. Das ist kein konzeptioneller Teil von Angular, sondern die API für diesen Repeat kann halt damit umgehen. Okay, und dann für jeden Eintrag gibt es also eine Zeile, TR ist Table Row in HTML, und diese Row hat zwei Spalten. Die erste Spalte hat den Text, den Namen des Elements und einen Link, also einen ganz normalen ahref, das ist ein ganz normaler Link in HTML, der halt dann auf Hash, State und ID geht, in dem Fall. Und hier hat er einen Ausgabewert, es wird gebunden auf State.area und dieses Pipe-Symbol, das funktioniert wie ein Pipe auf der Kommandozeile oder wie ein Pipe unter Unix. Das heißt, die Ausgabe dieses ersten Teils wird durch eine andere Komponente durchgepiped, in dem Fall durch einen numerischen Filter.
damit man das als Nummer mit zwei Nachkommastellen darstellen kann. Und danach sieht es halt in der Praxis dann so aus, wenn man es laufen lässt. Dadurch, dass es gefiltert wird, ist es einigermaßen lesbar. Angular unterstützt auch die notwendige Globalization. Je nach Culture, die Sie selber setzen können oder vom Browser kommt, wird es dann entsprechend angezeigt. Okay. Ist jetzt, wie gesagt, alles ein Schnelldurchlauf. Ich möchte Ihnen nur mal zeigen, wie ähnlich die Konzepte sind. In Silverlight oder auf der WPF-Seite würden Sie halt hier einen Grid definieren, hätten dem genauso gewisse Spaltenformate definiert. Gut, das Markup sieht sehr anders aus, aber am Ende des Tages, es gibt ein Markup, Sie binden das Markup an einen View-Model im Hintergrund. Sämtliche Business-Logik liegt eindeutig im Hintergrund, nicht in der View. Es gibt keinen direkten View-Code hier, so diesen JavaScript-on-click-Code, sondern das ist sauber getrennt. Okay. Die nächste Sache, und da gehen wir schon genau in diese Richtung Partial Views. Und ich navigiere mich da nur wieder zurück auf den Start meiner Demos. Der war ja in etwa hier. Und was Angular kann, und das ist das, was es unterscheidet von allen anderen Frameworks, ist einerseits, gut, Sie können eine partielle View über NJInclude einfach inkludieren in eine andere View, aber Sie können sogenannte Direktiven bauen. Und eine Direktive ist das Äquivalent eines User-Controls in WPF und oder Silverlight, also die ganze Control-Thematik oder auch Windows-Forms oder ASP.NET Web-Forms. Alle diese Frameworks hatten die Idee eines Controls, das eine gewisse Visualisierung mit einem gewissen Backend-Code kombiniert. Und Angular macht das über Direktiven, oder Sie nennen es Direktive. Und die Direktive, die ist immer etwas schwierig am Anfang. Bleiben Sie einfach mal kurz bei mir. Ich möchte jetzt zum Beispiel wir schließen einfach mal das, machen wir das Beispiel sehr viel einfacher. Ich möchte hier zum Beispiel diesen Text auf eine gewisse Art behandeln, dass er nicht so aussieht, sondern dass er anders aussieht. Und zwar hätte ich eben gern, wie Sie es gesehen haben, ich hätte gerne einen Header oben und ich hätte einen Content-Bereich gerne innen, etc. Das kann man mit CSS eventuell nicht so stylen, wie man es gern stylen möchte. Und vor allem kann CSS ja kein Verhalten mit reinbringen. Das heißt, im Web habe ich normalerweise hier keine Möglichkeit, es sauber zu machen auf einer semantischen Ebene. Ich muss irgendwie hacken, ich müsste auf CSS zum Beispiel zwei Diffs bauen. Ich müsste ja Div-Class-Header bauen und das kennen Sie, wenn Sie HTML programmiert haben, sowas haben Sie immer irgendwie Content und oder Box-Content und außen hätten Sie dann früher so Div-Class-Box. Und das heißt, Sie verunschönen eigentlich das Markup durch nicht-semantische Teile. Weil Sie haben ja eine Box, die hat einen Header, die hat einen Content und irgendwo gehen die Diffs dann zu. Und ganz ehrlich, das ist zwar eine nette Idee, aber das ist der Grund, warum viele Leute HTML nicht mögen. Weil hier brauche ich den Header und es hat nichts mehr mit meiner Intention zu tun, sondern es ist nur mehr deswegen, weil ich das so machen muss. So, und dann kommt Angular. Und Angular sagt, wir können HTML erweitern. Dadurch, dass es JavaScript ist, das am Client gerendert wird, können wir solche Sachen machen. Ich nenne es mal, ich habe es hier Expander genannt, weil ich später halt Logik auch mit aufnehme, Auf- und Zuklappen von bestimmten Bereichen. So, Angular erlaubt mir, dass ich das HTML erweitere. Das kann es entweder so aussehen oder wenn ich das möchte, könnte ich es auch so schreiben. Das heißt, ich könnte das Standard-Div, was ein Standard-Container ist im HTML, nehmen und einfach das Attribut myExpander zum Beispiel auf dieses Element setzen und dann wird Angular angestartet, sobald es das sieht. Okay. Das Interessante ist, das, was Sie jetzt gleich sehen werden, diese Direktive, ist im Prinzip genau das gleiche wie dieses NJModel. Auch NJModel ist eine Direktive und ganz Angular ist intern auf den gleichen Konzepten aufgebaut, die sie auch nach außen zur Verfügung stellt. Generell, auch immer, wenn Fragen sind, jederzeit stoppen. Es ist viel einfacher, wenn man sofort die irgendwelche Fragen ausräumen kann. Zum Beispiel eine Frage, die in dem Fall häufig kommt, ist, wie sieht es mit validem HTML aus? Und die Sache ist so, wenn man valides HTML will, dann ist natürlich myExpander wäre kein valides HTML, das ist relativ klar, ist in den meisten Fällen für Applikationen irrelevant.
Dieses Ding wird ja durch Angular ausgewertet und ersetzt durch das echte HTML. Also der Browser sieht dann sofort das echte HTML. Man könnte aber auch, wenn es unbedingt notwendig ist, dann könnten Sie sowas machen. Div data-myexpander, das ist im HTML5-Standard erlaubt, dass Sie solche Attribute draufsetzen, wenn das für Sie wichtig ist, aus irgendeinem Grund in Ihrer Umgebung. Was auch wichtig ist, ist, diese Schreibweisen sind äquivalent, die ich gezeigt habe. Das heißt, es ist das in den meisten Fällen äquivalent mit dem. Ich verwende es selber nicht, ich schreibe meistens das. Und der Grund dafür ist IE8. IE8 mag Custom-Element-Namen nicht. Alle anderen Browser, die es heute draußen gibt, inklusive alle Mobile-Browser, haben überhaupt kein Problem damit. IE8 ignoriert diese Teile. Man müsste bei IE8 am Start der Seite, ganz oben im HTML-Bereich, ein manuelles Skript programmieren, das einmal im Prinzip document.createElementMyExpander macht. Und das müsste ich für jedes Custom-Element, für jedes Control oder jede Direktive, die ich definiere, einmal ausführen. Das spare ich mir. Ich schreibe es einfach so. Damit kann IE8 umgehen. Dieses IE8-Thema ist gleich so das nächste Thema, was häufig als Frage kommt, ist, wie sieht es mit den Browsern aus? Ich meine, wenn das HTML5-Anwendung ist, welche Browser werden eigentlich supported? Und Sie haben schon gehört, IE8 ist supported und IE8 ist natürlich bei Weitem kein HTML5-Browser. Das ist relativ klar, der ist einige Jahre vor HTML5 erschienen. IE8 hat leider ein Riesenproblem und das Problem ist das. IE8 hat einen durchschnittlichen Marktanteil von 22% heute. Das ist natürlich bitter. Das heißt, man kann, auch wenn der veraltet ist, man kann ihn nicht ignorieren in vielen Fällen. In vielen anderen Fällen können Sie ihn ignorieren. Wenn Sie Applikationen wrappen, so wie es Christian oder ich zum Beispiel morgen zeigen werden, um sie installierbar zu machen, also, oder ob Sie, wenn Sie in einer WPF-Anwendung HTML5 verwenden, ist das okay, können Sie eine eigene Browser-Komponente mit ausliefern, die vom installierten Browser unabhängig ist. Aber sonst haben Sie 22% IE8. Warum? Weil das Windows XP ist. Weil auf Windows XP leider IE8 der letzte unterstützte Browser war. Das heißt, der kann sein, dass der uns noch eine Zeit lang begleiten wird. Wir haben Applikationen draußen mit Angular oder unsere Kunden haben Applikationen draußen bei deren Kunden, die auf IE8 laufen. Das heißt, das ist absolut möglich. Man muss nur auf Sachen wie diese hier aufpassen. Okay, so. Jetzt habe ich also ein neues HTML-Element, MyExpander. Warum My? Das ist ein Präfix, den Sie selber wählen können, so ist die Konvention. NG-Bindestrich kommt immer aus dem Angular-Kern, sollten Sie bitte nie selbst für eigene Direktiven verwenden. Warum? Weil sonst bauen Sie vielleicht ein NG-Grid, weil Sie sagen, Sie brauchen einen Grid, der mehr Funktionen anbietet. Geheimnis ist, NJ-Grid kommt auch von Angular mit. Und dann natürlich hätten wir irgendwann Kollisionen. Okay, darum MyExpander, nehmen Sie irgendein Präfix Ihres Projekts, Ihrer Company oder irgendwas, dass das einigermaßen getrennt ist. Okay, wie sieht's aus? Wie sieht so eine Direktive aus? Das ist der Code, der dahinter steht. Das heißt, der Code ist, wenn man das erste Mal ansieht, ist er etwas verwirrend. Keine Angst, der ist nicht nur am Anfang verwirrend, der bleibt relativ lange ein bisschen verwirrend. Leider. Oder, also Christian, Direktiven ist immer Directive-Code, ist, da muss man, da, selbst wenn man lang mit Angular arbeitet, manchmal ein zweites Mal hinsehen. Da gibt es sehr subtile Unterschiede. Ich gehe jetzt. Was Transclude ist. Transclusion gibt es wirklich, das kommt irgendwie aus den 70er Jahren, aus einer wüsten IT-Theorie. Da gibt es irgendeinen Professor, der da furchtbare Sachen darüber geschrieben hat. Weiß ich auch erst seit letzter Woche. Ich dachte, das ist eine Erfindung von Angular ist. Ich erzähle euch gleich, was Transclude ist. Das mit dem Scope, das vergessen wir mal. Das geht sehr weit in die Tiefen von Angular, warum das hier eventuell sinnvoll ist. Ganz konkret, in dem aktuellen Beispiel braucht man es nicht mal. Deswegen habe ich jetzt einfach wenig schlechtes Gewissen, sondern ich will ja nur das machen. Okay. Was ich brauche, ist Restrict. Mit Restrict gebe ich an, wo das verwendet werden kann. Als Element oder, also HTML-Element, das ist E, oder als Attribut, also NXX-Attribut, oder sogar als CSS-Klasse, dann könnte man es hier verwenden. Ich könnte also auch als CSS-Klasse MyExpander verwenden. Das ist etwas, das ist nicht intuitiv. CSS-Klasse ist ja das Styling von HTML und normalerweise gibt die nur ein Style vor und wenn ich es aber in Angular verwende, ist es plötzlich nicht mehr nur ein Style, sondern es ändert mir das komplette Element ab. Das würde ich
eigentlich im Normalfall nicht empfehlen, weil es ein bisschen zu viel ist. Das heißt, im Normalfall würde bei mir das Ding so aussehen, Restrict AE heißt halt als Attribut oder als Element ist okay. Transclude heißt, ich möchte den Inhalt dieses Elements, der jetzt in dem Element drinsteht, möchte ich nehmen und an einen anderen Platz wieder reinhängen, innerhalb meiner Direktive. Das heißt, ich möchte einfach was rundherum bauen. Und Transclusion ist irgendwie so Transport-Inclusion, irgendeine Kombination aus diesen Wörtern. Und dann spezifiziere ich hier ein Template. Ich könnte auch ein Template URI angeben, dann würde das Template wieder bei Bedarf zum ersten Mal nachgeladen werden. Oder ich gebe hier ein Template an. Template ist wieder ganz normales HTML-Fragment. Und irgendein Element markiere ich mit NJTransclude und das ist dann das Ziel. Der alte Inhalt wird dort reingeschrieben. Und damit kann ich jetzt solche Sachen machen. Ich kann HTML-Markup mir bauen, das für meine Applikation semantisch sehr, sehr angereichert ist. Weil in meiner Applikation soll das Ding MyExpander sein. Das heißt, es soll aussehen wie meine XAML-Dinger. Und es ist sogar so, als Gedankenmodell kann man das sogar so weit spinnen, dass es eigentlich möglich ist, Direktiven zu schreiben, die 1:1 XAML-Code lesen könnten. Wir machen es nicht wirklich, wir haben es nur angesprochen, das Gedankenmodell ist, ich könnte hier einfach alles, was XAML so als Standardteile anbietet, hier als Angular-Direktiven implementieren und das dann interpretieren ins HTML rein. Und ich müsste mein XAML-File nicht mehr angreifen. Ich könnte sogar das alte XAML-File weiterverwenden. Sie können hier alles Mögliche noch als Zusatzinformationen mitgeben. Zum Beispiel Direction is vertical. Das müssen Sie dann halt auswerten in der Direktive, was das dann heißen soll im HTML und im JavaScript dahinter. Die Variante, die ich hier gezeigt habe zur Implementation einer Direktive, das ist die einfachste technische Möglichkeit, sowas zu implementieren. Das ist nämlich eine Direktive, die keine Logik hat. Sie sehen es ja in Wirklichkeit, wir haben nur, also die Direktive gibt einfach ein Objekt zurück, das das Rendering konfiguriert und sagt nur, das neue Template ist X. Da läuft kein Code, das ist nur neue View. Aber die sind natürlich extrem mächtig und die können beliebig komplex sein. Das heißt, sie können zu dem Zeitpunkt Code ausführen. Und das zeige ich Ihnen jetzt mal schnell. Wenn man den Expander nämlich weiterdenkt, dann soll der ja was tun. In meinem Fall hätte ich ja gern sowas. Also im Web läuft das unter Expander und ich habe halt Interaktion. Ich habe nicht mehr nur einfaches Styling, sondern jetzt tut das Ding auch was. Und das sieht dann im Markup genau gleich aus. Das ist eben der Punkt. Es ist rein auf der Direktive entschieden worden. Das Markup semantisch ist noch immer genau das Gleiche. Die Direktive, oh, die stimmt, die habe ich leider optimiert, die hat gar keinen Code mehr drinnen. Die ist, ich zeige es nur schnell, ganz kurz, und dann komme ich auf die Frage zurück. Da sind einfach Sachen drinnen, wie NJShow, das ist eine andere Direktive innerhalb von Angular und das zeigt, okay, da gibt es in der Direktive ein eigenes ViewModel für die Direktive, die hat ein Feld namens Expanded, wenn das gesetzt ist oder nicht gesetzt, dann soll angezeigt werden oder versteckt werden. Und dann gibt es einen NJClick und der setzt einfach Expanded auf True für den ersten Teil und dann gibt es die Alternativansicht, die nicht ausgeklappt ist und irgendwo dort wäre genau das Gegenteil. Bei der ersten war NJShow, wenn not expanded, jetzt ist NJShow, wenn expanded und wir setzen das um. Das kann man so machen, muss man nicht so machen. Da gibt es etliche Varianten, wie man jetzt einfach was ein- und ausblendet. Ich könnte CSS-Klasse setzen oder verschiedene andere Sachen machen. Wenn ich machen würde, div-class ist gleich irgendwas, dann würden für das ganz normale HTML-Regeln gelten. Das ist das Wichtige hier. Aber die Frage war, werden diese CSS-Klassen vererbt und ähnliches? Das Problem ist, HTML, wie es heute spezifiziert ist und vor allem CSS, wie es heute spezifiziert ist, ist eine globale Styling-Sprache. Das heißt, ein Designer muss aufpassen, was er tut, wenn er stylt. Und weil das Problem ist, wenn ich sage, hier habe ich zum Beispiel ein H1 drinnen und wenn ich jetzt irgendwo anders in meiner Applikation einen Designer habe, der mir ein Style-Sheet gibt, das die H1 ändert, weil er möchte halt irgendwo ganz oben eigentlich nur wirklich im größten Teil der Applikation halt sehr groß anzeigen, dass das die Überschrift Demo richtig groß ist. Also er gibt mir einen Style für H1 mit Font Size 150 Pixel und ich lasse das laufen. Naja, dann werden wir wahrscheinlich unglücklich werden insgesamt. Oh,
Wo haben wir? H1, bin ich im richtigen Demo? Ich habe zu viele Demos. Ist das das Richtige? No, das ist nämlich das Falsche. Moment. Ich ziehe das mal aufs Richtige. Das ist das. Und irgendwo gibt mir das Design halt das. Das Problem ist, es ist wirklich global. Und naja, dann schaut die Welt so aus. Das wollte er so stylen, das war seine Intention. Aber sobald ich meinen Expander öffne, da sollte auch noch ein H1 drin sein. Da ist es wieder kein H1 drin. H1 Content, dann gilt es halt dort auch. Das heißt, naja, das wollte der Designer halt nicht in dem Fall. Und das ist das typische CSS-Phänomen, dieser Überhang ist natürlich ganz klar, jeder, der mal CSS gemacht hat, das Boxmodell ist interessant. Das Schöne ist, und warum ist das kein Problem? Ich style keine HTML-Anwendung selbst. Das Schöne ist, es gibt 15 Jahre Erfahrung von Designagenturen draußen, die wissen, wie sie Anwendungen stylen und wissen, wie sie HTML stylen. Das ist der Pool an Designern, auf die sie Zugriff haben, ist um Größenordnungen größer als der Pool von XAML-Styling-Designern. Es gibt fast keine Agency, die sie halt beauftragen können, die XAML sinnvoll stylen kann. Aber jede Agency, jede Designagentur, die es gibt, kann HTML stylen. Das ist das, was die 15 Jahre lang gemacht haben. Und es gibt sehr viel fertig zu kaufen. Und also auch Templates um im Bereich von 15 Dollar aufwärts für Applikationen, die nett aussehen. Ich zeige Ihnen mal kurz einen Ausschnitt zu einer Applikation. Die läuft bei mir hier, glaube ich. Nee, die läuft unter einem anderen Port. Dieses Ding hier würde normalerweise ein Bild kommen, wenn ich einen Internetzugang hätte. Aber diese Applikation zum Beispiel und auch die Features, dass hier das Menü ein- und ausklappen kann, oder dass die am Tablet anders aussehen kann oder auf dem Telefon so aussehen würde, dass auch am Telefon benutzbar ist. Das ist ein gekauftes Template, das hat den grandiosen Preis von etwa 25 Dollar gekostet. Das heißt, ich style ja gar nicht selbst CSS. Ich kriege von einem Designer, von einem Template fertiges Styling, das ich verwenden kann für mich. Und der gibt mir die CSS-Klassen und gibt mir die Strukturen, die Beschreibung dazu. Und wenn Sie das interessiert, ohne dass es jetzt ein großes Thema ist, das ist getbootstrap.com oder .org, ist entweder .com oder .org, ist ein freies Templating-System von Twitter. Damit kostet dann überhaupt nichts. Und sonst gibt es auf themeforest.net, wenn Sie dort suchen nach Admin-Template, dann gibt es dort Dutzende, wenn nicht weit über 100 verschiedene Applikations-Templates. HTML, CSS-Templates, die Sie einfach nehmen können und auf die Sie Ihre Applikation aufbauen können. Und die kosten im Normalfall, wie gesagt, 25 Dollar in dem Bereich für einmalige Verwendung und im Bereich von 800 bis 1000 Dollar, wenn Sie auch dieses Template dann immer weiter an Endbenutzer verkaufen als Teil Ihrer Applikation. Also das ist viel günstiger als jeder Designer und viel günstiger als jeder Entwickler jemals so ein Styling machen könnte. Okay. Und dann gibt es da CSS-Klassen, die Sie dann innerhalb der Applikation verwenden. Okay. So, jetzt schauen wir zurück zu dem. So, jetzt gehen wir mal richtig auf Direktiven, die Code haben. Zum Beispiel die numerische Eingabefelder. Ja, genau, okay, passt. Ich wollte nur mal schauen, ob das alles drin ist, was ich wollte. Und jetzt haben wir einfach zwei numerische Eingabefelder. Ich habe eine Formel, die berechnet wird, hochkomplex. Und was steht da dahinter? Was heißt numerisches Eingabefeld? Damit fängt ja das Problem schon mal an. Das heißt, ich möchte hier Validierung haben, wenn das Ding nicht numerisch ist. Und die Validierung, in dem Fall sieht man es am Beamer, wird rot markiert. Diese Rotmarkierung ist Teil von Twitter Bootstrap. Das heißt, alles, was wir hier sehen, ist genau von dieser GetBootstrap-Umgebung. Und die hat eine CSS-Klasse für invalide Sachen. Und die verwenden wir einfach. Okay, und man sieht auch sofort, das Model berechnet nicht mehr zu dem Zeitpunkt. Das heißt, das Ergebnis ist einfach nicht valide. Wie sieht denn das aus? Das Thema ist, ich habe das hier als eigene Direktive implementiert, das brauchen Sie gar nicht. Dieses Zeug, diese Standarddinger, Datepicker etc., das gibt es alles fertig. Ich mache es nur, dass man es sehen kann. Und zwar, das ist bei mir eine Klasse, die heißt, oder eine Direktive, die myFloat, wieder my als Präfix. Und wie gesagt, ich verwende es meistens nicht als Element, sondern meistens als Attribut. Und das ist ein Floating Point Input Wert bei mir. Der hat eine Modellbindung auf Input.a, Input.b, etc. etc. Und das dritte ist gebunden auf Calculation Result. Wie sieht jetzt, also der Controller ist relativ einfach,
der berechnet einfach in Calculation Result diesen Wert, an das wird gebunden und der Teil ist okay. Die Direktive ist jetzt natürlich ein bisschen komplexer. Und das ist jetzt eine Variante, was so eine Direktive machen kann. Die können am Ende des Tages alles Mögliche machen. Die hat einen vollen Zugriff auf jedes jQuery-Plugin, auf alles, was das Web heute hergibt. Das würden Sie dann, könnten Sie in einer Direktive kapseln. Und es gibt wirklich, es gibt hunderte Direktiven fertig, die alle möglichen Tools bereits heute kapseln. Also jQuery-Datepicker oder verschiedene Grid-Systeme, auch den Kendo-Grid oder Open-Source-Grids oder Charting-Komponenten etc. etc. Und in dem Fall habe ich ja eine Direktive, die ein bisschen mehr macht. Diese Direktive konfiguriert zum Beispiel die Datenbindung um. Das heißt, ich schiebe das durch einen Filter oder durch einen Parser und einen Formatter durch. Das heißt, ich kann einfach zwei Funktionen für mich definieren, die das transformieren. Einmal vom User und einmal zum User. Und die Funktionen from User, naja, der parst einfach durch, nutzt irgendwelche Globalization-Funktionen, die nicht mal von Angular kommen. Das heißt, das ist schon ganz normal, das ist ein sehr populäres JavaScript-Globalization-Framework und parst den Wert und versucht, bestimmte Sachen zu machen, kann dann dem Model auch mitteilen, dass es jetzt invalid ist. Weil sie haben Validierung drinnen, die, auf die sie auch später wieder zugreifen können. Sie können Buttons enablen, disablen, einfach aufgrund dessen, ob das Model valide ist oder ob die Eingabe valide ist. Und also passieren verschiedene Sachen. Ich gehe jetzt nicht auf die Details ein. Das wäre jetzt eine API-Diskussion, wie genau in Angular bestimmte Sachen funktionieren. Andere Sachen, die Sie machen können, ist, man kann auch, ich sage mal, jQuery-Plugin einbinden. Hier sehen Sie zum Beispiel, solange das nicht valide ist, ist dieser unten ausgegraut, der linke, der Continue-Knopf. Und wenn ich jetzt Werte eingebe, das ist genau das Validierungsproblem, das Sie angesprochen haben. Das Ding ist ja, das möchte der User ja eigentlich nicht. Also hier ist okay, ist verständlich, das Ding ist blau markiert, wenn es required ist, da sind wir noch einverstanden. Aber dass der hier sofort beginnt, rot zu werden, sobald ich zu tippen beginne, akzeptiert ja ein User nicht. Und das ist halt nur, oder das kann man einfach umgehen mit einer eigenen Direktive, die halt nicht sofort bei Tastendruck diesen Apply aufrufen würde, sondern die halt wartet auf den anderen Event. Das würde man vorschalten vor ng-model. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es auch das fertig gibt. Okay, Date of Birth, hier geht ein Kalender auf. Und für die, die schon Web programmiert haben, das ist einfach ein jQuery UI Date Picker. Den kennt jeder, der Web programmiert hat, an dem kommt man praktisch nicht vorbei, ob das gut oder schlecht ist. Und auch den kann man einbinden. Das heißt, ich habe wieder das Markup dazu. Und das Markup hat halt hier Input Type Text, aber dann markiert mit MyDatePicker. Das heißt, es triggert wieder eine Direktive im Hintergrund, die macht verschiedene Sachen. Und unter anderem hat die Direktive Zugriff auf das DOM-Element dahinter. Nämlich auf dieses Element, um das es gerade geht, auf das sie das Attribut gesetzt haben und kann mit dem arbeiten. Und hier ruft es zum Beispiel eine jQuery UI-Funktion auf, die das genau in den Datepicker konvertiert. Auch wieder ohne auf die Details jetzt einzugehen, warum das genau so ist, wie es hier ist. Wichtig ist das, Sie können bidirektional mit dem Modell interagieren. Es gibt $watch, das heißt, der horcht dann, gibt der Callback-Funktion, die horcht auf Änderungen an diesem Modell und Sie können das dann ans User-Interface binden. Und umgekehrt gibt es halt wieder über dieses $apply, das Sie vorher schon gesehen haben, die Möglichkeit, von der Direktive an das Model was mitzugeben. Okay, was gibt es noch? Was sind noch so wichtige Themen? AngularJS läuft in einem Browser. Ein Browser hat das gleiche Problem wie Ihre Silverlight-Umgebung. Das heißt, er ist 100% asynchron. Und in Silverlight in der Vergangenheit hatten Sie ja auch immer Callbacks drinnen, Sie gehen zum Server, holen Daten, mussten dann Callbacks schachteln etc. Das ändert sich natürlich mit den neuen Sprachkonstrukten, aber in der Praxis, die Idee ist gleich, die Idee haben Sie mit Angular auch. Und was ich hier zum Beispiel nur als letztes oder vorletztes Beispiel jetzt anführen möchte, ist die Art, wie Sie auf Daten von einem Server zugreifen. Das heißt, was ich jetzt mache, ist, ich zeige Ihnen wieder die gleichen Daten wie vorher, diesmal mit einem Live-Filter, ohne man muss nicht klicken, das heißt, er filtert sofort. Aber diesmal kommen die Daten von einem getrennten Request vom Server.
Das heißt, die View ist genau gleich wie vorher. Es ist wieder diese View mit dem NJ-Repeat etc., dass die Tabelle gerendert wird und so weiter. Und das, was interessant ist, ist der Server oder der Controller hier. Und was der Controller macht ist, okay, ViewModel, gleiches Ding, ich brauche den Query, muss ich irgendwie ans ViewModel binden, Sort für Standard sortieren, das interessiert uns alles nicht. Was uns interessiert, ist Scope Data. Wo kommen die Daten her? Und was Angular hat, ist, Angular bietet ein Konzept an, wie man Applikationen modularisiert, und zwar, dass sie auch eine gewisse Größe erreichen können. Das Problem ist wirklich eine jQuery-Anwendung in der Größe, die ich Ihnen bisher gezeigt habe. Das wäre überhaupt kein Problem. Das kann jeder, der jQuery programmiert, verstehen. Das ist keine Einarbeitungszeit. Es geht darum, was passiert, wenn es größer wird als dieses Ding. Und was Angular halt anbietet, ist, es hat ein Modularisierungskonzept mit Dependency Injection. Daher kam auch dieser Dollar Scope von außen. Dieser Dollar Scope ist etwas, das das Framework Ihrer Komponente oder Ihrem Controller reingibt. Und es hört nicht bei Dollar Scope auf, sondern Sie können auch eigene Sachen sich injizieren lassen. Und in dem Fall habe ich einen Service definiert, der halt einen Angular-Service, Angular nennt es Service, hat auch nichts mit einem Web-Service zu tun, der halt die Implementationslogik beinhaltet, wie man Daten von einem Server lädt. Und der hat eine Funktion getAllStates, zu der ich auch springen kann. Und was der macht ist, oder jetzt gehen wir mal auf den Teil aus, wie kriege ich so ein Ding? In Angular ist es konventionsbasierend, das heißt, ich gehe zu meinem Modul hin und sage, dieses Modul kennt jetzt eine Factory für den States Service und diese Factory gebe ich dann bekannt und diese Factory implementiert bestimmte Sachen. Die kann selbst auch wieder Dependency Injection nutzen. Das heißt, diese $Resource ist eine Standardkomponente von Angular. Alles mit Dollar ist Standard bei Angular, kommt vom Framework. Das heißt, Sie sollten auch nie Ihre Services mit Dollar bezeichnen. $Resource ist ein Standardteil von Angular. Was ich hier also mache, ist, ich definiere eine Factory, die einen bestimmten Namen bekommt, die bestimmte Anforderungen hat, die von außen injiziert werden, und dann mache ich einfach was. Und was ich einfach mache, heißt, $Resource hat eine gewisse API und mit $Resource, da gibt man einen Basis-URL für diese Ressource an. Das könnte jetzt ein Web-API-Endpunkt sein. Bei mir ist es ein statisches JSON-File. Das gilt genauso als Endpunkt, der Browser kennt keinen Unterschied natürlich. Und diese Resource, nachdem man die erzeugt hat, kann man später einfach .get aufrufen oder .post, .put, .delete, diese ganzen HTTP-Verben und kann damit interagieren mit der Web-API im Hintergrund. So, und da ist kein Callback drinnen. Genau, also Sie haben auf jeden Fall ein T-Shirt. Das ist sehr gut, hier ist kein Callback drinnen, wie geht es? Jeder Zugriff ist asynchron. Dieser Zugriff ist 100% asynchron. Wir gehen zurück zu dem Ding. Hier sage ich nur, Scope Data ist Get All States. Auch kein asynchroner Zugriff. Und in der View repeate ich nur über State in Data.States. Das ist einfach die Liste an States, die in dem JSON-File drinsteht. Noch immer kein Callback. Macht er das so wie beim Tippen, dass es automatisch geht? Das Interessante ist das. Nein, das macht er nicht. Das wäre in dem Fall ja, das wäre ganz, ganz fatal. Das würde ja sehr schwierig sein. Es gibt in JavaScript ein Konzept, das gegen die Callbacks steht. Und es gibt eine religiöse Trennung, die zwischen den zwei Lagern herrscht. Und das eine Lager hat nicht recht. Und dann gibt es das andere. Nein, das stimmt natürlich nicht. So schlimm ist es nicht. Die Welt bewegt sich wirklich in die eine Richtung und diese Richtung heißt Promises statt Callbacks. Und was ein Promise ist, das kennen Sie als C-Sharp-Entwickler. Das ist ein Task of T. Und jetzt in JavaScript spricht sich das auch herum, dass es irgendwie uncool ist, diese 10-mal verschachtelten Callbacks zu haben. Und jetzt bauen die sehr viele Frameworks, inklusive Angular komplett, auf Task of T auf. Und dieses Task of T heißt natürlich nicht Task of T dort, weil Generics braucht man nicht oder gibt es nicht, sondern das heißt Promises. Und da gibt es verschiedene Bibliotheken und Angular bietet eine dieser Varianten an. Das Schöne ist, die sind kompatibel. JavaScript, die als Open Source Landschaft, hat sich da irgendwie verschiedene Projekte zusammengefunden und eine gemeinsame Spezifikation oder auf ein gemeinsames Set an Funktionen sich geeinigt, wie Promises aussehen, wie die API für die Promise aussieht. Und was hier passiert ist, $resource.get
gibt mir eine Promise zurück. Und das ist das Schöne an Promises. Die sind nämlich, über die kann man sprechen, die kann man zuweisen. Anders als ein Callback kann man nicht angreifen. Hier kriege ich einen Wert zurück, nämlich die Promise. Und dann gebe ich die Promise ans ViewModel. Und dann iteriere ich über die Promise drüber. Und Angular ist intern so stark auf den Promises aufgebaut, dass die View-Engine weiß, was eine Promise ist. Das heißt, die View-Engine, sobald die auf das Rendering kommt, checkt die, was steht in data.states drinnen. Ist das ein Wert? Weil ich könnte auch einfach ein Array reinstecken, dann würde das Array gerendert werden. Oder ist das eine Promise? Und das macht die View-Engine einfach. Die View-Engine sagt, na, wenn es ein Promise ist, dann hänge ich mich auf den Completed Event, auf das Punkt Then. Punkt Then ist in .NET das Continue With hinter einem Task of T. Das heißt, ich könnte auch hier sagen, $scope, $data, continue. Nee, ich kann es nicht, ich bin ja in JavaScript, darum sage ich then. Und dann kann ich sagen, okay, was machst du jetzt? Und hier könnte ich Callbacks hängen, wenn ich will. Und die sind halt auch wieder kaskadierbar. Ich kann dann wieder sagen, und Punkt, wenn das fertig ist, then bitte wieder was Neues. Das ist genau Task of T. Und dadurch ist dieser Code so angenehm. In jQuery hätten Sie viel mühsameren Code. Wenn Sie jQuery für das verwenden, hätten Sie ja $.get, states.json, comma function data, hätten hier ein $scope.apply und nochmal function und würden dann halt sagen, naja, okay, $scope.data ist gleich Data, weil das müssten sie machen, dass Angular das mitkriegt. Aber nachdem die View-Engine weiß, wie Promises funktionieren und sich ganz Angular dafür entschieden hat, nicht so Callbacks zu geben, sondern für $get eine Promise zurückzugeben, die man sich auch merken kann und mit der die View-Engine interagieren kann, ist das Leben beachtlich einfacher. Und der Code sieht nicht so mühsam aus, wie der gleiche Code mit jQuery ausschauen kann. Das ist natürlich etwas. Die Wertschätzung von dieser Aussage hängt extrem davon ab, wie viel JavaScript Sie programmiert haben. Wenn Sie nämlich noch nie JavaScript programmiert haben, dann wissen Sie noch gar nicht, wie schlimm das aussehen kann, wenn Sie 10-fach verschachtelte Callbacks haben. Und die müssen Sie haben, wenn Sie jQuery programmieren. Es gibt alles. Also Sie haben die vollen Funktionen, positiv, negative Continuation. Sie können sich auf eine dieser Promises hängen, wo sie dann sagen, then, und dann ist der erste Callback ist Success und der zweite ist Error und das ist alles kaskadierbar und funktioniert wirklich extrem sauber wie Task of T. Es ist von der API fast Task of T. Ich habe hier auch ein Beispiel drinnen, wie Sie Promises lokal erzeugen können, wenn Sie das mal wollen. Das führt jetzt ein bisschen zu weit für heute oder wenn Sie in der Pause noch, wenn es jemand interessiert, wie man einfach in Proc eine Promise erzeugen kann, ganz ohne Service, weil das brauchen Sie zum Testen. Das müssen Sie ja bei den Mocking-Frameworks auch berücksichtigen. Wenn Sie so einen Serviceaufruf mocken wollen, dann muss der ja auch eine Promise zurückgeben. Dann irgendwann, die Promise wird resolved, nennt man das. Das heißt, der Wert wird verfügbar und das soll man ja so durchtesten. Angular bietet ja auch Standard-Mocking für den HTTP-Zugriff an, also das ist alles nicht so tragisch. Wenn das Ding hier minified wird, geht denn das weiter oder geht denn das nicht weiter? Minification JavaScript heißt halt, es wird alles kleiner gemacht. Das heißt, oder nicht dieser Code, ich bin ja falsch, der Code, der das Ding nutzt, der hat hier einen Parameter, der heißt State Service. Minification heißt absolute Verkleinerung des möglichen Platzes, des benötigten Platzes. Das heißt, ein Minifier würde hier A reinschreiben, hier B reinschreiben und der restliche Code wird sofort fehlschlagen. Nee, er würde nicht, er würde das noch umbenennen, A, aber Angular würde sagen, ich habe keinen Provider für A, ich habe keine Factory für A und außerdem keine Factory für B, ich habe keine Ahnung, wie das geht. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das dem Ding sagt. Wenn ich es so definiere wie hier, den Controller, kann ich nachher sagen, Demo-Controller, $inject ist gleich und dann ein String-Array mitgeben, $scope und, was war das, Demo-Service oder nee, irgendwie so, und State-Service. Und dann würde Angular wissen, dass es diese zwei Sachen rein injecten muss, egal wie die Parameter heißen. Das heißt, ich kann weggehen von der Konvention hin zu expliziten. Und da gibt es fertige Skripts, die Angular-Code, der so geschrieben ist, übersetzen in diese andere Variante. Das heißt, den würde man einfach vor der Minification drüber lassen und dann damit weiterarbeiten. Dazu generell, ich bin bei Enterprise-Applikationen meistens übergegangen, nicht zu minifizieren,
aus einem einfachen Grund, die GZIP-Compression, also reines on-the-fly-Komprimieren von diesen Files, gibt fast das gleiche Resultat von der Codegröße, und zwar in der echten Benutzung, hat aber einen Vorteil, sie behalten sich den Stack-Frame völlig und einen Call-Stack. Wenn sie irgendwo einen Call-Stack bekommen vom User, ist der noch völlig valide. Und der Rest hängt halt, ansonsten wird es von ihrem Minifier abhängen, ob der damit umgehen kann. Das heißt, muss man immer abwägen. Ich habe gern, dass ich die Applikation auch debuggen und verstehen kann, wenn der User mit mir redet. Vor allem, Sie sehen ja auch, ich mache sehr viel in Chrome. Und das Schöne ist, es gibt in Chrome Möglichkeiten, wo Sie Ihren Benutzer anleiten können, auch skriptgesteuert, ohne dass der was machen muss, wo Chrome einen Trace der Applikationsinteraktion mitschreibt. Sie können den in einen ZIP-File exportieren aus Chrome, auch skriptgesteuert, und Ihr Benutzer kann das zu Ihnen schicken und Sie können das nachvollziehen, was gerade passiert ist. Und viele dieser Sachen verlieren Sie einfach, wenn Sie minifizieren. Okay, damit gehe ich nochmal kurz auf die Slides zurück. Ich überspringe jetzt die nächsten Slides, das ist nur mehr Notizen für Sie. Es geht nur darum, dass Sie noch wissen, was drinsteht. Ein Punkt möchte ich mitschicken aus diesem Slide-Deck. Das, was wichtig ist, wenn Sie Angular programmieren, was immer wichtig ist, Sie dürfen im Controller nie den DOM manipulieren. Sie könnten jQuery nutzen und verschiedenste Sachen einfach aus Ihrem Controller im DOM machen. Bitte machen Sie das nicht, weil damit hebeln Sie alles aus, was Angular Ihnen bietet. Der ganze Grund, warum Sie Angular einsetzen, ist, weil Sie die strikte Trennung wollen. Und wenn Sie vom Controller aus auf den DOM zugreifen, hebeln Sie das aus. Das gehört immer in eine Direktive. Es kann keinen DOM-Zugriff aus dem Controller geben. Und damit möchte ich mich bedanken. Wie gesagt, ich lasse die Texte noch offen, falls Sie das Beispiel von GitHub klonen wollen. Und falls noch Fragen sind, bin ich jetzt gern noch da. Ansonsten bedanke ich mich und wir sehen uns ja vielleicht morgen bei den weiteren Sessions zur Integration. Dankeschön. Applaus